Lassen Sie mich ganz klar sagen, dass die Teilnahme an den Wahlen Ausdruck der patriotischen Gefühle ist. Die Bewohner von Donbass und Novorossija sind sich dessen sehr bewusst, da sie unter den schwierigsten Bedingungen für die Vereinigung mit Russland stimmen. Die Wahl ist Ausdruck patriotischen Gefühls und damit richtet sich Wladimir Putin in seiner Fernsehansprache zur Wahl auch an die annektierten ukrainischen Gebiete. Dass dort überhaupt gewählt wird, ist allerdings illegal und es gibt Hinweise darauf, dass mit Militärpräsenz Einfluss auf das Ergebnis genommen wird. Nicht nur hier, auch in Russland selbst. Ja, seit gestern wird im Land gewählt, wobei man das Wort Wahl ja in Anführungszeichen setzen muss. 3 Tage lang können bzw. müssen 112 Millionen russische Bürger an die Urne treten. Ja, Putin lässt sich seine Macht einmal mehr von seinem Volk bestätigen. Den theoretischen Machterhalt bis 2036, den hat er sich selbst ermöglicht. Das hat er juristisch so eingefädelt. 32 Jahre könnte er also im Amt bleiben. Als Präsident nimmt man die 4 Jahre als Ministerpräsident dazu. Dann wären es sogar 36 Jahre. Damit hätte Wladimir Putin eine längere Amtszeit als Josef Stalin. Wir wollen heute darüber reden, wie Putin seine Herrschaft nach innen immer weiter festigt, während er nach außen versucht, seine imperialen Bestrebungen durchzusetzen. Das politische System in Moskau wird immer autokratischer und die Opposition wird mit allen Mitteln bekämpft, wie der Tod des wichtigsten Oppositionspolitikers Alexei Nawalny gezeigt hat. Ich bin Kati Schneider. Und mein Name ist Felix Hoffmann. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei der FAZ-Machtprobe an diesem Samstag, den 16. März. Ja, stell dir vor, Felix, es ist Wahl und du hast gar keine. So wird es an diesem Wochenende in Russland ablaufen. Putin bleibt Präsident, das ist klar. Der Ratspräsident der EU, Charles Michel, der hat am Freitag schon Folgendes auf X geschrieben. Ich möchte Putin zu seinem Erdrutschsieg bei den heute beginnenden Wahlen gratulieren. Keine Opposition, keine Freiheit, keine Wahl. Ja, es ist natürlich eine Scheinwahl. Dieses Jahr haben die Russen, anders als noch 2018, 3 Tage lang die Möglichkeit, zu dieser Wahl zu gehen, was auch dazu beiträgt, dass leichter manipuliert werden kann. Dann gibt es zum ersten Mal auch E-Voting in einigen Regionen. Auch da kann man leichter manipulieren. Eine Wahlbeobachtung wird diesmal auch nicht dabei sein, international, zumindest nicht von der OSZE, sondern stattdessen hat man russlandfreundliche Vertreter von Parteien aus Europa eingeladen, die dann so ein Feigenblättchen von Wahlbeobachtung international generieren sollen, aber nichts dergleichen damit zu tun haben. Das sagt Margarete Klein, Politikwissenschaftlerin und Forschungsgruppenleiterin für Osteuropa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Interessanter als der Wahlausgang sind die Zielvorgaben in diesem Jahr. 2018 waren es 70% Zustimmung für Putin bei 70% Beteiligung. Jetzt soll es noch mehr sein. Mehr als 80% Zustimmung für Putin sollen es sein bei 80% Beteiligung. Wenn man aber gleichzeitig totale Langeweile hat, weil sowieso jeder weiß, wer gewinnt, ja, wie sollen dann noch mehr Leute zur Wahl gebracht werden? Deswegen gibt es alle möglichen halt Vorgaben für die Mobilisierung und so. Darüber liest man in unabhängigen Medien und bei unabhängigen und deshalb auch verfolgten Wahlbeobachtern, wie dann da die Leute dann hingebracht werden, betriebsweise, behördenweise, belegschaftsweise und so weiter. Wie das dann kontrolliert wird, dass sie auch wirklich abstimmen, dass sie dann für Putin stimmen, ist eigentlich, man, für wen sollen die sonst stimmen? Also, aber dass sie da überhaupt hingehen, ne, das ist schon irgendwie so ein gewisser Stressfaktor dann für den Apparat. Einen gewissen Stressfaktor gibt es also schon, sagt unser Russland-Korrespondent in Moskau, Friedrich Schmidt. Was sich von der letzten Wahl außerdem unterscheidet, ist das mediale Umfeld. Die Möglichkeit, sich unabhängig zu informieren, ist im Vergleich zur Wahl 2018 nochmal drastisch gesunken. Dann ist es so, dass wir diesmal keine auch nur irgendwie noch als unabhängig einzuschätzende Oppositionsfigur haben, die am Wahlprozess zugelassen ist. Wir haben zwar 3 Gegenkandidaten, aber das sind alles Kandidaten der systemtreuen Opposition, die immer im Parlament mitstimmen mit der Regierungspartei. Ja, alles Putin-treue Kandidaten, die da antreten. Also die einzigen Kandidaten, die wirklich regimekritische Einstellungen vertreten haben oder vertreten hätten, die sind ja gar nicht zugelassen worden, oder? Ja, genau. Das sind Jekaterina Dunzowa und Boris Nadeschdin, weil der Kreml ja einfach nichts duldet, was die Behauptung, dass die Mehrheit Putin und die Spezialoperation unterstützt, irgendwie in Zweifel ziehen könnte. Möglich wäre das gewesen, indem man ja Antikriegskandidaten wie eben Boris Nadeschdin, für den ja im Januar, wir erinnern uns, viele russische Bürger unterschrieben haben, aufstellt.
Das wurde aber nicht gemacht. Man will die Kontrolle über das Narrativ behalten und nicht Gefahr laufen, dass den offiziellen Behauptungen öffentlich widersprochen wird. Es ist schon so, dass man hier keine Wechselstimmung merkt, anders als zum Beispiel in Belarus 2020. Da war da irgendwann wohl dieser Moment, dass da auch Leute merken, oh, wir sind viele, und dann sind sie massenhaft zu der Wahl gegangen und haben ihre Stimme Svetlana Tichanowskaja gegeben, die ja dann auch nach allem, was man annimmt, die Wahl eigentlich gewonnen hat. Und diesen Moment, das war halt ein unglaublicher Lapsus von Lukaschenko aus Sicht eines autoritären Herrschers, muss man sagen, dass er das überhaupt zugelassen hat, dass er diese Frau Tichanowskaja unterschätzt hat. Und das darf hier in Russland nicht passieren. Das passiert auch nicht, aber das ist immerhin, dass sie es nicht mal irgendwie einen Nadjeschdin da zur Wahl zulassen, obwohl die Stimmung hier ganz bestimmt nicht so ist wie in Belarus 2020. Das zeigt halt, wie das System so drauf ist. Aber wie ist es denn? Also gibt es irgendwelche Pläne der Opposition, die es noch gibt in Russland, der letzten Reste sozusagen, vor allem jetzt eben auch für diese kommenden Wahltage? Gibt es da irgendwelche Pläne, was die tun wollen? Ja, die gibt es tatsächlich. Also was sich bei den Unterschriften für Nadeschdin im Januar gezeigt hat, das hat sich bei Nawalnys Beerdigung und auch in den Tagen danach weiter bestätigt, dass eben Gegenstimmen im Land kein Einzelfall sind. Die Leute sollen sehen, dass sie nicht alleine sind. Und dazu, zu dieser Aktion, die wird Mittag gegen Putin genannt, hat jetzt auch die Witwe aufgerufen, Julia Nawalnaja und andere Oppositionelle aus dem Ausland natürlich, muss man sagen. Hier würden sie damit nicht lange in Freiheit bleiben. Das wird man dann natürlich sehen, was es damit auf sich hat. Und interessanterweise sieht man jetzt da wiederum, wie Machthaber darauf reagieren. Es gibt dann da Fake-Nachrichten in sozialen Netzen, dass das Ganze auf den Abend des 17. verlegt worden sei. Abend gegen Putin ist natürlich nicht so. Oder irgendwelche angeblichen Sicherheitsrisiken, die es da gäbe und so. Und natürlich gibt es auch wieder Warnungen, an illegalen Massenversammlungen teilzunehmen. Das sind so typische Mittel der Machthaber, die auch zeigen, dass sie das jetzt nicht so toll finden, dass da eine Wahl, die ja Putins Akklamation dienen soll, dass das jetzt gekapert wird sozusagen von der Opposition zu ihren Zwecken. Am Sonntag um 12 Uhr mittags sollen Gegner also bei den Wahllokalen erscheinen. Wenn man an der Wahl schon nichts ändern kann, dann wenigstens mit einem massenhaften Aufgebot an Oppositionellen ein Zeichen setzen. Ja. Zu Nawalnys Grab pilgern ja immer noch Tag für Tag Menschen, nachdem Tausende von ihnen vor etwa 2 Wochen an seiner Beerdigung teilgenommen haben. Unser Korrespondent Friedrich hat da mit einigen Leuten sprechen können, die zwar in Trauer, aber gleichzeitig auch voller Hoffnung sind. Sie schreiben das in Botschaften, die sie aufs Grab legen. Sie sagen es, wenn sie am Grab stehen: Wir geben nicht auf. Sie sehen es sozusagen so, dass er das größte mögliche Opfer gebracht hat und dass er aber weiter sie inspiriert und auch andere inspirieren wird. Eine junge Frau, die wirklich ganz weit weg von Politik war, hat mir da gesagt, sie werde es bestimmt noch erleben, dass Nawalny ein Denkmal gesetzt wird. Hoffnung, dass Nawalny ein Denkmal gesetzt wird. Wollen wir mal sehen, ob das überhaupt passiert in den nächsten Jahren. Über Nawalny und auch seine eigene Geschichte habe ich mit einem russischen Dissidenten gesprochen, der kurz vor Beginn der Invasion aus seinem Heimatland geflohen ist. Reportage ab. When you're a political activist, you of course know about some. Wenn du dich politisch engagierst, kennst du immer jemanden kennt, der Opfer des Regimes geworden ist. Aber wenn es jemanden von deinen Freunden trifft, ist es besonders schlimm. Denny Kulinitsch weiß, was es bedeutet, in Putins Russland politisch aktiv zu sein. Hier spricht er gerade über seinen Freund Artem Kamardin, der festgenommen und gefoltert wird, weil er ein Gedicht gegen den Krieg vorliest. Ende 2023 wird er dann zu einer 7-jährigen Haftstrafe verurteilt. Es sei der schlimmste Vorfall innerhalb seines Freundeskreises bisher. Bis heute setzt sich Denny für ihn ein. Denny selbst ist 17, als er das erste Mal an einer Demonstration teilnimmt. Wegen dieser Teilnahme und weil er unabhängigen Medien Interviews gibt, wird er strafrechtlich verfolgt. Es kommt zu einem längeren Verhör, ins Gefängnis muss er aber nicht. It's not about Nawalny, Putin, not only about my political position, but it's more. Es ging mir nicht um Nawalny oder Putin oder um meine politische Position. Es war eine moralische Entscheidung. In diesem Moment, vor 7 Jahren, wollte ich nicht passiv wie die meisten Russen leben, die meiste Zeit in ihrer Wohnung verbringen. That's all. Für Denny, heute ist er 24, ändert sich mit dem Krieg alles.
Zwei Wochen vor Beginn der russischen Invasion ruft das Recruitment Center seine Mutter an und erkundigt sich nach ihm. In diesem Moment verstehe er, was an der ukrainischen Grenze passieren würde. Und er versteht auch, wenn er bleibt, muss er in den Krieg ziehen. Er entscheidet sich, sein Heimatland zu verlassen, erst nach Georgien und dann nach Deutschland zu fliehen, wo er bis heute lebt. In my personal situation, you know, I just can't talking with people for my circle. Mit meinen Freunden konnte ich mich nicht über die politische Lage in Russland unterhalten. Wenn ich es versucht habe, wurde ich angeschaut, als wäre ich verrückt. Looking at me like a fool, you know, why you are so interesting so situation. Ich habe mich ziemlich alleine gefühlt. Momentan ist Danny nicht mehr politisch aktiv. Stattdessen arbeitet er als Journalist. Als er von Nawalnys Tod erfährt, ist er geschockt. Zwar habe er ihn immer eher für einen Populisten gehalten und für seine Kontakte zu radikalen Nationalisten kritisiert. Sein Tod aber sei ein schlechtes Zeichen für die Opposition. Navalny was a very most important political person in Russia. Nawalny war die wichtigste politische Person in Russland. Er war ein Anführer, der es geschafft hat, die Menschen zu mobilisieren. Zum Beispiel Menschen aus meiner Generation, die vor 2000 geboren wurden. Vor Nawalny war diese Generation nicht besonders aktiv. Als ich von seinem Tod erfahren habe, konnte ich es für einige Tage nicht glauben. Ich war skeptisch gegenüber ihm als Person, aber er war ein Symbol. Wenn die russischen Sicherheitskräfte so eine wichtige politische Person töten können, was soll ich über die Situation meines Freundes Artem denken? Julia Nawalnaja, Alexei Nawalnys Frau, gibt ihm, wie vielen anderen Regimegegnern, Hoffnung. Actually, we have only one good point with after Navalny did good. No, I'm more about sarcastically, but it's of course good because Julia Navalny. Das einzige Gute an der Situation ist, dass Julia Navalny ja als Figur eine Person sein kann, die im Westen respektiert wird. Der Westen kann nicht ernsthaft andere oppositionelle Politiker oder eine Person aus Navalnys Team unterstützen. You know, be seriously with other political person. You know. Aber Julia Nawalnaja als Alexeis Frau. Sie kann zwar keine Anführerin der Opposition sein, aber sie kann ein Symbol sein, so wie Svetlana Tsianovskaya in Belarus. She can be like a official leader of Russian opposition, like Svetlana Tikhanovskaya in Belarus. Was die Zukunft der Opposition angeht, da sei er trotzdem skeptisch. Es sei entscheidend, was an der ukrainischen Grenze und in der Ukraine selbst passiere. Viele seien vom Krieg traumatisiert. Das Beste, was der Westen tun könne, sei den russischen Oppositionellen weiter eine Stimme zu geben. I think it's very important to give some voice to this person, because if the West politicians don't give. Ich glaube, es ist wichtig, auch russischen Aktivisten eine öffentliche Stimme zu geben. Ansonsten entsteht der Eindruck, dass alle Russen Putin unterstützen. Aber das stimmt auf gar keinen Fall. Ja, nicht alle Russen unterstützen den Krieg, sagt Danny Kulinitsch. Und die Opposition sollte von der internationalen Gemeinschaft mehr und weiter unterstützt werden. Wenige Tage nach Nawalnys Tod fand übrigens eine Plenartagung des Europäischen Parlaments statt. In der Pressemitteilung dazu heißt es, dass Russlands Bevölkerung nicht mit dem Kreml-Regime verwechselt werden darf. Und die Mitgliedstaaten wurden da nochmal aufgefordert, dass ja, es weiter Bemühungen um die Freilassung von Gefangenen geben muss. Ja, wie Putin gegen Oppositionelle vorgeht, das hat man ja auch noch einmal daran gesehen, dass ein Nawalny-Vertrauter namens Volkov in Vilnius angegriffen worden ist, in dieser Woche mit einem Hammer tatsächlich. Also einfach, ja, da hat man nochmal dieses brutale Vorgehen gegen die Opposition auch sehen können. Lass uns weiter sprechen über die Wahl. Das ist ja der aktuelle Anlass. Dieses Wahlergebnis, das wird Putin ja vermutlich auch dafür nutzen, die Zustimmung für den Krieg und für die Spezialoperationen zu zementieren oder weiter auszubauen, soweit es die gibt. Welche Rolle spielt der Krieg denn jetzt eigentlich aktuell in diesem Wahlkampf, wenn man das so nennen kann?
Also einerseits spielt der Krieg eigentlich keine Rolle insofern, als dass man versucht, Normalität zu demonstrieren, zu zeigen. Damit soll eben auch gezeigt werden, dass der Krieg keinerlei Auswirkungen auf das Alltagsleben in Russland hat. Und zugleich ist sie aber wirklich der vorherrschende Faktor, um so eine Art Rally-Around-the-Flag-Effekt auch für Putin zu generieren, indem er dieses Land, in das er regiert, als in einem existenziellen Abwehrkampf begriffen darstellt und sich selbst als Retter der Nation. Und so passt das beides zusammen, sowohl die Abwesenheit im Alltag, die man zeigen will, als auch sozusagen der Krieg als die große Bedrohung, gegen die nur der Amtsinhaber letztendlich eigentlich vorgehen kann. Der Krieg wird also eher als etwas behandelt, was man nicht erwähnt oder hervorhebt, anders als die wirtschaftliche Lage im Land. Damit hat sich Putin zuletzt ja wieder ziemlich gerühmt. Ich glaube, dass die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung in Russland tatsächlich etwas ist, was Putin jetzt den Rücken stärkt. Es ist zumindest in der aktuellen Situation für die Menschen, für die meisten Menschen jedenfalls, keine von einer Krise nichts zu spüren. Im Gegenteil. Ja, das sagt Janis Kluge. Er ist Wirtschaftswissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Man hat es hier jetzt also mit einer Volkswirtschaft zu tun, die viel stärker auf den Krieg ausgerichtet ist. Wirtschaft im Kriegsmodus also, da haben wir auch hier in Machtprobe schon mal drüber gesprochen. Es gibt zwar einige Sektoren, die immer noch ziemlich leiden, wie zum Beispiel der Automobilbau, während andere aber sehr schnell gewachsen sind. Das sind vor allen Dingen die Sektoren, die zur Rüstungsindustrie gehören. Da ist in den letzten anderthalb Jahren eben mehr als die Hälfte des russischen Wirtschaftswachstums entstanden, in diesen rüstungsnahen Sektoren. Und da sieht man eben, dass es die Staatsausgaben sind, dass es der Krieg ist, der auch diese Wirtschaftsdynamik treibt. Dazu auch nochmal Margarete Klein. Wir sehen, dass sich Putin auf den langen Krieg vorbereitet, also nicht bloß auf Monate, sondern Jahre. Wir sehen das daran, dass zum Beispiel das Verteidigungsbudget um 70% gestiegen ist im Vergleich zum Vorjahr und jetzt offiziell bei 6% des Bruttoinlandsproduktes liegt, was wahrscheinlich aber höher sein dürfte, weil ungefähr ein Viertel des Staatshaushaltes klassifiziert, also geheim ist. Das heißt, man kann Ausgaben für das Militär in anderen Budgettiteln verbuchen. Dann ist die Rüstungsindustrie angeworfen worden mit Mehrschichtsystem, mit nach Putins Angaben über 520.000 neuen Angestellten in der Rüstungsindustrie. Ja, mit Blick auf Russland ist ja auch immer wieder die Rede von einer Kriegswirtschaft, also dieses Wort, das hört man ja immer wieder. Ist das denn so? Also ist da wirklich die gesamte russische Wirtschaft auf den Krieg in der Ukraine ausgerichtet? Nein, von einer Kriegswirtschaft kann man noch nicht sprechen, weil es noch nicht so weit ist, dass der russische Staat zum Beispiel zivile Industrien dazu zwingt, nur für den Krieg zu produzieren. Und auch, weil die Bevölkerung eben noch nicht so viel davon merkt. Ich glaube, bei einer wirklichen Kriegswirtschaft würde das die Bevölkerung deutlich spüren. Und so weit geht Putin nicht und ich glaube, so weit will er auch nicht gehen. Die Meinung zum Krieg ist es ja etwas für den Kreml etwas diffizil, weil die Russen zwar nichts unternehmen, sich nicht äußern, auch vielleicht das verdrängen größtenteils, was in der Ukraine passiert, aber auch nicht wirklich bereit sind, dafür Opfer zu bringen. Das heißt, der russische Staat versucht eben, den Krieg ein Stück weit kleinzureden, ja, als Spezialoperation, worüber man sich eigentlich keine großen Sorgen machen muss. Ja, und damit wären wir ja wieder dabei, warum der Krieg sozusagen als Schatten über allem steht, man es aber meidet, darüber zu sprechen. Ja, Stichwort Schatten über allem. Wir haben uns ja wahnsinnig große Hoffnung gemacht hier im Westen, was Sanktionen gegen Russland angeht. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Also da hat man ja doch das Gefühl, dass diese Sanktionen Russland kaum schaden aktuell, oder? Ja, also die Sanktionen sind weiterhin schon ein großes Problem für die Wirtschaft. Okay. Das ist momentan aber nicht so stark sichtbar aus zwei Gründen. Einerseits wegen der hohen Ausgaben für den Krieg, die die Wirtschaft einfach ankurbeln. Und auf der anderen Seite sind ja die Ölpreise weltweit aktuell relativ hoch. Aber man kann trotzdem zeigen an zum Beispiel dem Ölpreisrabatt, den Russland seinen Kunden einräumen muss. Da verliert Russland praktisch jeden Tag sehr viel Geld, dass Russland an der Stelle deutlich weniger einnimmt, als es einnehmen würde. Also das ist ungefähr im Bereich von 100 Millionen Dollar pro Tag, mehrere Milliarden im Monat, die Russland alleine beim Ölverkauf verliert, weil es eben sein Öl billiger anbieten muss. Und das ist eine direkte Konsequenz der Sanktionen. Ja, und der Ölverkauf, der ist natürlich enorm wichtig für Russland. Und Ende dieser Woche haben ja ukrainische Drohnen dann eine Raffinerie in der Nähe von Moskau getroffen. Weiß man denn schon, wie hoch der Schaden da ist? Das ist aktuell noch nicht ganz klar. Unter anderem wurde ja die Ölraffinerie in Ryazan getroffen, südöstlich von Moskau, also weit weg von der ukrainischen Grenze. Also da sind viele Beobachter schon immer wieder überrascht von den Fähigkeiten der Ukrainer.
Und das ist auch nicht irgendeine Ölraffinerie, sondern eine der größten in Russland. Aktuell stellen sich aber viele nicht nur die Frage nach dem wirtschaftlichen Schaden, sondern warum die russische Luftverteidigung das eigentlich nicht bemerkt hat, also warum sie da auch nicht rechtzeitig reagiert hat. In letzter Zeit verstärkt die Ukraine ja ihre Drohnenangriffe auf Russland und zumindest die Drohnen der jüngsten Angriffe fliegen nicht allzu schnell und sind wohl auch groß genug gewesen, dass man sie hätte erkennen müssen. Okay, also da scheint die russische Luftverteidigung versagt zu haben und dieser Angriff, der kommt ja sicher auch nicht ganz zufällig jetzt so kurz vor der Wahl, oder? War das getimed? Davon ist auszugehen, würde ich sagen. Also man kann natürlich nur Mutmaßungen anstellen zum jetzigen Zeitpunkt, aber ich denke auch, dass der Zeitpunkt nicht ganz willkürlich gewählt ist. Es soll sich wohl an der Front auch schon bemerkbar machen, also mal davon abgesehen, dass die Ukraine langsam Munitionsnachschub bekommt. Also eine der großen Fragen wird dann auch sein, ob nach der Wahl für die Russen der Zeitpunkt gekommen ist, eine neue Offensive zu starten. Das sagt auch Margarete Klein von der SWP. Und dazu tatsächlich auch massiv Personal zu rekrutieren im Sinne einer neuen Teil- oder vielleicht sogar Generalmobilmachung. Das würde natürlich die ukrainische Seite massiv unter Druck bringen, wenn Russland hier tatsächlich massiv mobilisiert. Bisher macht man das aus Rücksichtnahme auf innenpolitische Risiken nicht, weil es relativ unpopulär war, diese erste Teilmobilmachungswelle. Es gab Hunderttausende, die ins Ausland gegangen sind und die Zunahme von negativen Emotionen lässt sich in den Meinungsumfragen widerspiegeln, sowas wie Angst, Sorge und so weiter. Etwas, was man eigentlich vermeiden will. Das beobachten auch wir natürlich weiter hier und auch im Podcast für Deutschland. Heute sprechen wir aber ja weniger über den Krieg selbst und mehr über Putins Machterhalt. An dieser Stelle sei unsere letzte Folge zu 2 Jahren Krieg aber erwähnt. Unbedingt reinhören, die hängen wir Ihnen natürlich in die Shownotes. Ja, die Ukrainer, die kommen vielleicht, wie du sagst, langsam wieder an mehr Munition, aber es reicht ja scheinbar noch nicht. Und an eines kommen sie auf jeden Fall aktuell noch nicht ran und das ist der Taurus. Ja, da wurde ja viel beraten in dieser Woche, viel debattiert, schlussendlich mit der Entscheidung, Taurus wird nicht geliefert, Punkt. Auch hier gerne mal in die Folge unserer Kollegin Katrin Jakob reinhören von diesem Donnerstag, die das alles detailliert zusammengekehrt hat. Die Debatte wurde ja erst wieder so richtig angeheizt durch die Taurus-Leaks, das von Russland abgehörte und veröffentlichte Gespräch hochrangiger Bundeswehroffiziere. Da wird ja von einem individuellen Anwendungsfehler gesprochen, dass man ungesicherte Kanäle genutzt hat und darüber dann eben diese sensiblen Informationen zu Taurus offenbart hat. Darüber habe ich auch noch mal mit dem Cybersicherheitsexperten Thomas Ried gesprochen. Er ist unter anderem Gründungsdirektor des Alperovitch Institute for Cybersecurity Studies an der Johns Hopkins University. Also hätte das Gespräch sicherheitseingestuft sein sollen? Wahrscheinlich ja. Zweites Problem, eher technischer Art. Hätte man eine Zuwahl von 2 Nummern, 2 Mobilnummern zulassen sollen, von der eine auch so, zumindest mindestens eine zur Zeit des Gespräches im Ausland, nämlich in Singapur war? Und daher müsste man wahrscheinlich auch sagen, nein, hätte man nicht zulassen sollen. Das ist der Fehler. Aber jetzt muss man spezifisch sein und vorsichtig argumentieren. Dieses Problem zu sichern, die Unsicherheit von Telefoneinwahl gewissermaßen zu entfernen, da kann der Endnutzer, in dem Fall auch die Bundeswehr, nicht viel dran machen, weil es damit zusammenhängt, wie Telefonanbieter international Anrufe weiterleiten. Ja, also Thomas Ried hat noch einen Punkt genannt, der für ihn in der Debatte etwas untergegangen ist. Wenn nämlich der Anruf auf die Art und Weise abgehört wurde, die aktuell am wahrscheinlichsten scheint, und das ist über SS7, also dem Signaling System Nummer 7, über den sich Mobilfunkunternehmen weltweit einfach austauschen, dann ist es hochwahrscheinlich, dass russische Nachrichtendienste nicht nur ein Gespräch abgehört haben, sondern sehr viele und auch über einen langen Zeitraum hinweg. Also wir müssen einfach davon ausgehen, dass Nachrichtendienste und nicht auch letztlich nicht nur russische Dienste, sondern auch andere Dienste systematisch diese Art von Gesprächen abhören und abgehört haben für längere Zeit. Und erst jetzt, wo es gewissermaßen dieses verführerische Gespräch hier gab über Taurus, die russischen Dienste wohl wissen, dass es gerade eine politische Debatte in Deutschland darstellt, dass man das politisch ausschlachten kann. Aber das heißt im Folgeschluss natürlich, dass sie viel mehr Zugang haben zu anderen Gesprächen, die vielleicht nicht brisant genug waren, um sie an die Öffentlichkeit zu geben. Also das Problem ist viel größer als das, was wir uns hier jetzt vor Augen führen. Okay, also kann es durchaus sein, dass Russland sogar noch mehr in der Hinterhand hat und noch viel mehr Anrufe abgehört hat? Ja, auszuschließen ist das nicht. Wobei, wenn es brisante Informationen gegeben hätte, dann wären diese sicherlich auch schon geleakt worden. Es gibt diese Art von Operationen ja auch schon sehr lange, eine klassische russische aktive Maßnahme, wie man sie schon seit vielen Jahrzehnten auch schon im Kalten Krieg beobachten konnte.
Verteidigungsminister Pistorius hat hierzu jetzt aktuell auch nochmal klare Worte gefunden. Es ist Teil eines Informationskrieges, den Putin führt, daran gibt es gar keinen Zweifel. Es handelt sich um einen hybriden Angriff zur Desinformation, es geht um Spaltung, es geht darum, unsere Geschlossenheit zu untergraben. Und dementsprechend sollten wir besonders besonnen darauf reagieren, aber nicht weniger entschlossen. Ja, Russlands Vorgehen in der hybriden Kriegsführung, im Informationskrieg, das hat unsere Kollegin Franka Wittenbrink nochmal für uns zusammengefasst. Los geht's. Russland hat nach eigenen Angaben ein brisantes Gespräch hochrangiger Bundeswehroffiziere über den Marschflugkörper Taurus abgehört. Es unterstreicht erneut, dass der russische Angriffskrieg nicht nur mit Bomben, Raketen, Drohnen und schlimmsten Angriffen auf Zivilbevölkerung in der Ukraine geführt wird, sondern eine hybride Kriegsführung ist. Die Taurus-Abhöraffäre, der neueste Skandal im russischen Informationskrieg. Klassische Spionage, die gab es wohl schon immer und überall. Annalena Baerbock, wir haben sie gerade gehört, spricht mit Blick auf Russland aber explizit von hybrider Kriegsführung. Auch der Begriff ist nicht neu, vor allem seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber in aller Munde. Ein Beispiel: Das Ziel der russischen Spezialoperationen ist es, die Menschen zu schützen, die 8 Jahre lang vom Kiewer Regime misshandelt und ermordet wurden. Bande aus drogensüchtigen Nationalisten und Narzissten, die, wie wir wissen, auch für Genozid auf dem Donbass verantwortlich sind. Zu diesem Zweck werden wir versuchen, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Putin verklärt den Überfall auf die Ukraine zu einer Befreiungsaktion, beschönigt den Krieg als Spezialoperation und vertauscht Täter und Opfer. Solche Falschinformationen sind Teil der russischen Kriegstaktik, die eben nicht mehr nur aus klassischen Militäreinsätzen besteht, sondern aus einer Kombination von Desinformation, politischem und wirtschaftlichem Druck, Cyberangriffen und Propaganda in den Medien und sozialen Netzwerken. Bekannt ist das alles auch schon aus dem Jahr 2014, als Russland die Krim annektierte. Dass Putin schon lange auf diese Taktiken setzt, zeigt aber auch diese Aufnahme aus dem Jahr 2013. Bei der Gründung ihres Senders war unsere Überlegung, dass es auf der Weltinformationsbühne einen weiteren Akteur geben muss. Einen, der objektiv über Russland berichtet und versucht, das betone ich, versucht, das Monopol der angelsächsischen Medien zu brechen. Putin formuliert seine Erwartungen an den Propagandasender Russia Today. Der verbreitet nicht nur in Russland selbst, sondern auch im Ausland die Narrative des Kremls. Und zwar mit ziemlich großem Erfolg. Offene und pluralistische Gesellschaften sind für solche Destabilisierungsversuche natürlich besonders anfällig. Wenig überraschend also, dass auch verschiedene deutsche Politiker damit schon ziemlich unschöne Erfahrungen machen mussten. So zum Beispiel Robert Habeck und Annalena Baerbock. Zwei Putin-treue YouTuber schaffen es bis ans Telefon von Bundeswirtschaftsminister Habeck. Die Betrüger können den kompletten Sicherheitsapparat umgehen. Der Fake-Anruf fällt erst nach mehreren Minuten auf. Bei mir damals haben russische Bots, und das wurde dann über andere Medien eingespeist, behauptet, ich sei eine Prostituierte. Dieses Thema kommt immer wieder auf und da sieht man, dass das eine Zermürbungsstrategie ist. Sogenannte Trolle setzt Russland immer wieder ein, vor allem in den sozialen Netzwerken. Anfang dieses Jahres zum Beispiel hat das Auswärtige Amt ein russisches Propagandanetzwerk aus 50.000 Fake-Accounts auf X gesperrt. Auch in dem Fall wurden massenweise Fake News verbreitet. Neben solchen Versuchen, die öffentliche Meinung zu steuern, gibt es aber auch noch ganz direkte Formen der Einflussnahme, wie sich zum Beispiel bei den Wahlen in den USA 2016 gezeigt hat. The comprehensive report includes intelligence gathered after the election, bolstering the view Russia was behind the hacks and did so in part to help Donald Trump. Ja, die Vorwürfe sind bekannt. Russland soll sich 2016 über verschiedene Wege in den amerikanischen Wahlkampf eingemischt haben, um Trump zum Sieg zu verhelfen. Es gab zum Beispiel mehrere Hackerangriffe, unter anderem das sogenannte Clinton-Leak, in dem tausende E-Mails zwischen Hillary Clinton und ihrem damaligen Wahlkampfmanager veröffentlicht wurden. Wie so oft lässt sich aber auch hier bis heute schwer sagen, wie groß der russische Einfluss tatsächlich war oder wer genau eigentlich wirklich hinter den Aktionen stand. Genau diese Form der Verschleierung macht am Ende auch die Abwehr solcher Attacken so schwierig. Und vielleicht ist das letztlich auch die größte Gefahr, die von hybriden Kriegstaktiken ausgeht. Ohne einen eindeutigen Angriff oder Angreifer fällt natürlich auch der Gegenangriff schwer.
Ja, wir haben es gerade gehört, die Abwehr solcher Attacken ist nicht leicht. Der Informationskrieg ist im Übrigen in der russischen Militärdoktrin verankert. Hier wird unterschieden zwischen informationspsychologischer Kriegsführung und informationstechnischer Kriegsführung. Darüber habe ich nochmal genauer mit Felix Schilk gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Tübingen und forscht dort aktuell an einem Projekt unter anderem zu Desinformation. Informationstechnische Kriegsführung, das sind quasi direkte Angriffe auf Infrastruktur, auf Kabel, auf Kommunikationseinheiten. Das sind Dinge, die tatsächlich im erklärten Kriegsfall passieren. Während die informationspsychologische Kriegsführung, also der Versuch, Bevölkerung zu beeinflussen, Chaos zu stiften, Desinformation einzusetzen, was ist, was permanent angewendet wird, selbst wenn es keinen erklärten Kriegsfall gibt zwischen zwei Mächten. Also in diesem Sinne würde ich sagen, ist der Informationskrieg auf jeden Fall was, dem wir ausgesetzt sind und dem wir uns auch nicht entziehen können. Völlig egal, wie wir das finden, wie wir uns dazu verhalten. Die informationspsychologische Kriegsführung sei bei den westlichen Militärs kaum im Bewusstsein verankert und wird auch von der Politik etwas unterschätzt, das sagt Felix Schilk. Weil gerade sich das in so einer Grauzone vollzieht und gar nicht immer so leicht zurechenbar ist. Also ne, da ist jetzt vielleicht auch jemand, der ist jetzt wieder gekauft, arbeitet im Auftrag, aber der ist halt trotzdem Multiplikator von der Desinformation. Das lässt sich ganz schwer auch jetzt politisch und auch sicherheitspolitisch adressieren und bearbeiten. Ja, und wie die Russen da vorgehen, wie Einfluss genommen wird, da gibt es ja die verschiedensten Beispiele. Wir haben eben schon im Blog einige davon gehört. Weitere Behauptungen, die da so gestreut werden, sind zum Beispiel, dass der Euromaidan 2013-14 ein Putsch gewesen ist oder dass im Donbass ein Völkermord passiert und man eingreifen muss. Das sind so Erzählungen, die, wenn sie ständig wiederholt werden, natürlich auch irgendwann verfangen. Ja, und diese Behauptungen, die werden ständig wiederholt, das Gefühl hat man zumindest, auf den sozialen Medien, oder? Die spielen doch sicher eine zentrale Rolle. Ja, einige davon bieten natürlich eine ganz praktische Infrastruktur, weil mit relativ wenig Aufwand Material reingegeben werden kann, was dann eben auch ein Eigenleben entwickelt. Wir kennen das ja alle selbst, weil wenn wir auf Social Media unterwegs sind, wenn was geteilt wird, Telegram und Influencer spielen da eine zentrale Rolle. Zum Beispiel Alina Lipp, eine bekannte Russlanddeutsche, die ist so ein Multiplikator für den deutschsprachigen Raum. Die greift zum Beispiel Nachrichten auf von der russischen Nachrichtenagentur, übersetzt die ins Deutsche und spielt das da rein. Die hat knapp 160.000 Follower zum Beispiel auf Telegram, was schon eine recht große, wirkmächtige Gruppe ist. Ja, in Russland selbst werden ja diese Taurus-Leaks jetzt auch genutzt, um eben die Erzählung zu verbreiten, dass Deutschland einen Angriffskrieg plant. Wie groß ist denn auch die Gefahr, dass so eine Info sich auch bei uns hier verstärkt verbreitet? Also dieses Narrativ jetzt zum Beispiel, dass wir irgendwie einen Angriffskrieg planen und auf Moskau marschieren wollen. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein gutes Beispiel der hybriden Kriegsführung. Im Angriffskrieg steckt drin erstmal, das ist illegitim, das verstößt gegen das Völkerrecht, das ist was moralisch Verwerfliches. Und indem man quasi genau sowas framed und Deutschland vorwirft, erhebt man einen unglaublich starken moralischen Vorwurf, der natürlich dazu dienen soll, in Deutschland Debatten, dass wir dann genau darüber diskutieren, dass es Akteure gibt, von rechts wie von links, die das quasi aufgreifen und skandalisieren, die dann versuchen, eine in meiner Ansicht nach völlig legitime und gebotene Unterstützung der Ukraine in so eine verwerfliche Ecke zu drehen und quasi, man kann sagen, so die Debatte zu kapern und einen völlig anderen Spin zu geben, der für Russland vorteilhaft ist, weil was will Russland natürlich, dass die Unterstützung der Ukraine abnimmt, sinkt, verunmöglicht wird. Ja, was das Thema Taurus angeht, haben diese Leaks ja die innenpolitische Debatte auf jeden Fall neu entfacht und auch zu neuer innenpolitischer Spaltung gesorgt, das kann man ja schon so festhalten. Umso wichtiger ist es auch, hier genau zu prüfen und auch besonnen zu reagieren und vorzugehen. Das hat Verteidigungsminister Pistorius bei den Taurus-Leaks klar verstanden. Das sagt zumindest Cybersicherheitsexperte Thomas Ried. Wenn er gewissermaßen personelle Konsequenzen zieht aus dieser Affäre, dann würde er genau das tun, was die russischen Akteure von ihm gewissermaßen erwarten. Und er hat das verstanden, dass es eine Falle, dass die Russen ihm eine Falle gestellt haben, ihm und dem Verteidigungsministerium eine Falle gestellt haben, und er ist nicht in die Falle reingetreten, was ich ihm hoch anrechne. Okay, also wenn das so eine starke Reaktion von Pistorius war, wie Herr Ried gesagt hat, kann man daraus vielleicht was für das nächste Mal lernen? Weil also bei allem, was du jetzt erzählst, klingt das ja so, als müssten wir damit rechnen, dass sowas wieder und wieder passiert. Ja, und es passiert ja auch schon die letzten Jahre immer wieder. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, letztes Jahr, als es eine Bettwanzenplage in Frankreich gab. Das war auch durch russische Desinformation verbreitet. Man Wahnsinn. Sollte, auch wenn das diesmal bei Taurus nicht der Fall war, peinlich genau prüfen, ob man es mit einer Fälschung zu tun hat. Aber selbst wenn es wiederum keine Fälschung sein wird beim nächsten Mal, muss man schon, wie Pistorius es getan hat, auch als Journalist, auch als Wissenschaftler, als Talkshow-Gast, immer wieder klar sich verdeutlichen und den Zuschauern verdeutlichen, wir reden hier von einer Einflussoperation,
dieses Ziel hat, uns zu lähmen und uns mit uns selbst zu beschäftigen und möglicherweise Individuen und Organisationen in eine Bredouille zu bringen. Also wir dürfen dem Gegner den Gefallen nicht tun, das dann auch zu machen. Es gibt natürlich Situationen, wo man trotzdem handeln muss, weil die enthüllte Information zu brisant ist, um nicht handeln zu können. Und dann muss man möglicherweise in den sauren Apfel tun und etwas unternehmen. Aber man muss es immer mit dem Wissen und mit der Vorsicht tun, dass man damit dem Gegner hilft. Ja, Thomas Ried sieht in den USA übrigens, wo er ja selbst lebt und arbeitet, in Washington ein größeres Problem in der Hinsicht als in Deutschland. Was wir hier in den USA haben, mehr als in Deutschland, denke ich, ist ein Überschätzen der russischen Fähigkeiten in dem Bereich. Einfach weil die Aufarbeitung der Wahlbeeinflussung 2016 jahrelang gedauert hat und dieses ganze Thema sehr stark politisiert wurde. Also das Thema Desinformation selbst wurde politisiert hier in den USA. Und das macht natürlich die USA zu einem sehr weichen, zu einem sehr attraktiven Ziel für Folgeoperationen. Also ich würde ja davon ausgehen, es wird weitere Einflussmaßnahmen russischer Seite hier geben. Aber ich würde auch davon ausgehen, dass sie, wie auch schon in der Vergangenheit, nicht so effizient, effektiv und nicht so schlagkräftig sein werden, wie hier leider viele Leute gedacht haben, sondern dass sie weiterhin stümperhaft sind. Was die Schlagkraft russischer Desinformation angeht, meint Jonas Schilk, dass die letzten Jahrzehnte gezeigt haben, dass solche Kampagnen westlichen Demokratien schon gefährlich geworden sind. Trägt ja schon Früchte, dass es in den letzten Jahren einen großen Vertrauensverlust gab von Teilen der Bevölkerung in zum Beispiel öffentlich-rechtliche Medien, in Zeitungen. Und genau das ist das Ziel von Desinformation, nämlich zu verunsichern, Vertrauen zu untergraben. Und das ist letzten Endes gefährlich für die Demokratie, wenn das Gefühl da ist, dass man Institutionen nicht mehr vertrauen kann. Und das lähmt Gesellschaften, das führt dazu, dass sie nicht die aktuell ganz wichtigen Probleme bearbeiten und diskutieren können, sondern sich die ganze Zeit mit Nebenschauplätzen beschäftigen. Und dass es ja im Grunde überhaupt keine gemeinsamen öffentlichen Räume gibt, die Vertrauen genießen und die es möglich machen, als Gesellschaft überhaupt kollektive Entscheidungen zu treffen. Ja, Putins und die russische hybride Kriegsführung, die zeigt jetzt schon ihre Folgen hier bei uns in westlichen Demokratien. Und Putins Machtzementierung mit der Wahl am Wochenende, die wird sich international ebenso auswirken. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit unserem Kollegen Klaus-Dieter Frankenberger. Das große Ganze mit dem ehemaligen FAZ-Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger. Hallo, lieber Klaus. Hallo, Klaus. Hallo, ihr beiden. Ja, dass diese Wahlen demokratisch sind, das glaubt ja wirklich niemand ernsthaft. Was soll denn dieses Schauspiel? Also inwiefern hilft Putin das, seine Herrschaft zu festigen? Also erstens ist es genau das. Es ist eine Scheinwahl. Es ist ein sozusagen die Verlängerung der Herrschaft Putins mit ein bisschen demokratischem Dekor. Immerhin, wie andere Diktatoren auch, meinen diese Regime, diese Herrscher, ihre Herrschaft dadurch zu legitimieren, dass sie sich so etwas gönnen wie eine demokratische Wahl, also eine Wahl, eine Auswahl unter ein paar Personen. Die wurden natürlich gesäubert und so weiter. Es dient ihm im Volk populär zu machen. Es ist ein Test dafür, wie viel in dem Fall russische Wählerinnen und Wähler für ihn stimmen. 60%, 70%, 80%. Das wäre natürlich aus Sicht des Wladimir Putin grandios, eine solche Zustimmung. Nein, dieser Akt, dieses Scheinwahl oder Nicht-Scheinwahl, hilft ihm, seine Legitimität aufrechtzuhalten, zu dokumentieren und seine Herrschaft in das Licht des Seriösen, des Richtigen, des Guten zu stellen. Es bleibt eine Scheinwahl, keine echte Auswahl. Die Opposition, die echte Opposition ist marginalisiert oder physisch vernichtet, im Falle von Nawalny. Aber es ist sozusagen ein kleiner, ist ein Popularitäts- und eben auch ein Legitimitätstest. Hm. Ja, jetzt wird ja Putin oft auch als der neue Zar bezeichnet. Wie hilft ihm denn dieses Image, seine Macht noch weiter zu zementieren? Also Zar steht in der russischen Geschichte für den Führer, der das Reich hat wachsen lassen, das Territorium ausgeweitet hat, die Herrschaft Russlands über große, fast den gesamten Bereich Eurasiens auszuweiten. Und wenn man sich in diese Tradition stellt, dann heißt es zunächst, er ist ein großer imperialer Herrscher. Er
verteidigt Russland in der Selbstwahrnehmung wie in der quasi dem Volk suggerierten Interpretation. Er verteidigt Russland gegen die Bedrohung aus dem Westen, vulgo Amerika, und dessen kulturelle, politische, militärische Zumutungen und unterstellte Aggression. Und auch das hilft ihm, seine Herrschaft zu legitimieren, den Apparat gegen Kritik abzuschirmen, zu isolieren und in die große russische Erzählung von dem großen Reich der Russen, von der großen kulturellen Ausstrahlung und Größe zu festigen, zu dokumentieren und auch daraus, quasi aus der Geschichte, für das, was er heute tut, denkt, wie er sich positioniert in der Region, im Land und in den großen Konflikten als Großmacht, als große Weltmacht, vor der andere zittern und die im eurasischen Raum sozusagen kulturelle Geschenke den unterjochten Völkern bringt, zu festigen und zu mehren. Trotz all dieser Macht scheint die russische Führung und scheint der neue Zar in Anführungszeichen ja trotzdem auch nervös zu sein, jetzt mit Blick auf diese Wahlen. Wie erklärst du dir denn diese Angst in einem so scheinbar so starken Regime? Das ist ja genau das Merkmal dieser Regime, dieser diktatorischen Regime, Autokraten. Ob man nach Belarus schaut, ob man nach Asien schaut, auch das, die Türkei des Erdogan, die haben Angst. Eliminieren Opposition, wittern immer Verrat, weil die Sache ja sehr personalisiert ist und nicht über Institutionen, über seriöse, legitime Institutionen und Verfahren sozusagen den Personalwechsel, den Machtwechsel organisiert, sondern da kann immer der Putsch drohen, da können sinistre Kräfte am Werk sein. Deswegen auch diese ungeheure Repression, die wir in den letzten Jahren in Russland gesehen haben, im Grunde seit der Wiederkehr Putins 2012 sehen wir eine ständig und stetig steigernde Welle der Repression, der Ausschaltung echter Opposition. Oppositionskräfte werden ins Gefängnis gesteckt, in Lager gesteckt, sie werden vertrieben, gehen ins Ausland, werden mundtot gemacht, Oppositionspresse gibt es alles nicht mehr. Aber diese Angst gehört dazu und zu diesem Regime. Das ist, wie gesagt, ein Merkmal davon. Und selbst das gefestigste Regime, denken wir zum Beispiel an China, mit welcher unglaublichen Brutalität die in Hongkong vorgegangen sind, weil das ein Stachel im Fleisch ist, ein demokratischer, nach Freiheit strebender Stachel im Fleisch der Diktatur. Ja, also Macht im Innern festigen, auch wenn da eine gewisse Angst immer bleibt, wegen dieses Stachels, den du gerade erwähnt hast, aber gleichzeitig ja auch Gewalt nach außen demonstrieren, das sind ja zwei Seiten derselben Medaille. Wie passt das denn jetzt in Putins außenpolitische Spielchen, würdest du sagen? Eben, es sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Repression im Inneren, Ausschaltung von echter Konkurrenz, nicht zulassen von alternativen Politikentwürfen. Man hat ja auch in den letzten Jahren jetzt verstärkt immer wieder gesagt, Russland gleite in den offenen Faschismus über, eine Sache, die tatsächlich dann Russland oder Putin dann etwa der Ukraine vorwirft. Aber tatsächlich wird eben Macht ausgeschaltet. Die Institutionen und Organisationen einer pluralen Gesellschaft werden eliminiert, sie werden gleichgeschaltet. Dissidente Meinungen werden ausgeschaltet bis zur physischen Vernichtung. Und das Gleiche sehen wir nach außen. Also Expansion in der Ukraine, Annexion der Krim, Drohung in der Nachbarschaft, Ausweitung des Einflusses in den Mittleren Osten. Das sind Elemente einer Politik, nicht nur der Reimperialisierung Russlands, der, wenn man so will, der Resowjetisierung Russlands, sondern das passt zu diesem ganzen Ansatz dieser kulturellen Selbstwahrnehmung. Wir sind ein großes Land. Wir können natürlich mit den Vereinigten Staaten, wir können mit Westeuropa auf technologischem, ziviltechnologischem, wirtschaftlichem Niveau nicht mithalten. Dann betätigen wir uns als Spoiler, vor dem die anderen Angst haben. Und das ist ein ganz wichtiges Element, ein ganz wichtiges Lebenselixier für das Regime des Wladimir Putin. Die anderen haben uns Angst, deswegen müssen sie respektieren. Sie lassen sich, wir können das ja in der deutschen Politik sehen, was wir da alles so für Sachen hören. Ne, da gibt's ein paar Drohungen und da kriegt die Hälfte des Landes die Krise. Berechtigt oder nicht berechtigt. Und Putin ist bei der Unterstützung des syrischen Regimes von Assad
unglaublich brutal vorgegangen. Er hat sich nicht gescheut, schon nach 2015 Krankenhäuser zu zerstören, zu bombardieren. Ungeheure Verluste mit einem unglaublichen Zynismus, mit einer unglaublichen Brutalität. Und diese Brutalität spiegelt sich im Innern mit dem Ausschalten, mit dem physischen Ausschalten etwa der Opposition. Denken wir mal daran, vor ein paar Wochen, Felix, wir haben darüber gesprochen, am Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz kommt die Nachricht, Nawalny ist tot. Was ein Timing, ja. Also man kann, also ich würde fast sagen, die haben im Kreml gesessen und sich kaputt gelacht, weil natürlich das bei uns hier im Westen eine ungeheure Wirkung hatte, sozusagen. Wir waren erschüttert und die spielen mit dieser Erschütterung. Und das ist genau das. Man setzt unglaubliche Gewalt ein, man manipuliert Wahlprozesse in westlichen Ländern, setzt alle möglichen Dinge in Bewegung, um sozusagen ein Narrativ in die Welt zu setzen oder dies zu verfestigen, das den Herrschern im Kreml gefällt. Und man benimmt sich auf dem Schlachtfeld ganz genauso. Ja. Ganz genauso. Gut, dass du manipulierte Wahlen ansprichst, weil ich frage mich so ein bisschen, jetzt werden ja die Wahlen in Russland schnell vorbei sein, es wird klar sein, Putin hat gewonnen. Welchen Prioritäten wird sich Putin denn nach dieser Scheinwahl in Russland zuwenden? Denn dieses Jahr stehen ja einige wichtige politische Ereignisse an, also die US-Wahlen, auch in Europa wird gewählt. Ist das etwas, was Putin auch in den Blick nehmen wird? Das nimmt er sowieso im Blick, aber ich möchte noch einmal sagen, wenn am Ende, am Sonntagabend oder Montag früh, oder wann auch immer gesagt wird, es gab eine Wahlteilnahme, sagen wir mal, von 70-80%. Wäre das dann sensationell? 80 ist ja so die Prognose dieses Jahr. Ja, also sagen wir mal 80, das wäre so. Starkes Zeichen in einer Kriegslage. Und davon hätten 80% für Putin gestimmt. Das würde ihm die Möglichkeit geben, hier groß propagandistisch aufzutrumpfen und zu sagen, seht ihr, das Volk steht hinter mir. Wir haben hier eine Wahl gehabt. Die zwei, drei anderen Kandidaten haben jeder 5% bekommen. War von vornherein klar, dass sie so viel bekommen und nicht mehr. Aber auch nicht weniger, denn man muss ja einen gewissen Schein wahren. Also das würde ihm ein großes Auftrumpfen ermöglichen. Aber das ist in der Tat, Felix, das ist das, worum es im Grunde geht. Was wird mit dieser unglaublichen Machtfülle, die er im Moment hat, tun? Mit Sicherheit wird sein Ehrgeiz nicht erlahmen. Also er hat Ziele in der Ukraine, ich habe vorhin schon mal das Wort gesagt, die Reimperialisierung wird natürlich weitergehen. Er wird in anderen Kontexten so auftreten, wie man das heute sagt, als Spoiler, als einer, der Unfrieden schafft. Er hat angekündigt schon, dass er soziale Wohltaten verteilen möchte. Das wird aber schwierig werden. Russland ist voll im Modus der Kriegswirtschaft, produziert Rüstungsgüter en masse. Ich glaube, der Anteil der Rüstungswirtschaft liegt jetzt am Bruttosozialprodukt bei 30, wenn nicht gar bei 40%. Das ist ungeheuer. Das wird so weitergehen. Das heißt, da gibt's im Grunde nichts zu verteilen. Da gibt's überhaupt nichts zu verteilen. Das wird also diese sozialen Spannungen, die ökonomischen Spannungen werden zunehmen. Die werden nicht weniger werden. Und was macht eine Diktatur dann? Verstärkt die Aggression nach außen umso mehr. Das ist ein Mechanismus, den ich jedenfalls nicht ausschließen würde, dass das genauso kommt. In der Handelspolitik, in der Wirtschaftspolitik ist Russland unter Putin immer mehr zur Rohstoffkolonie von China geworden. Russland importiert Dinge, die in China produziert werden, weil der Westen, weil die Sanktionen eben doch funktionieren, wenn sie auch umgangen werden zum Teil. Alles andere wird man sehen. Aber ich glaube, an der Haltung, wir kämpfen den heroischen Krieg gegen die Aggression Amerikas und der Schauplatz ist jetzt im Moment die Ukraine, der wird fortgesetzt werden, da wird Putin sich keinerlei Mäßigung auflegen und er wird sagen, seht ihr, ich habe die Zustimmung von X%, sagen wir 70, sagen wir 80% der an der Wahl teilnehmenden russischen Wähler bekommen, das legitimiert mich und deswegen geht es weiter. Da wird es also viel Gesprächsbedarf für uns geben. Vielen Dank, lieber Klaus. Dankeschön, Klaus. Ich danke euch. Ja, das war's für heute hier von FAZ Machtprobe. An dieser Folge haben Katrin Becker und Franka Wittenbrink mitgearbeitet und natürlich du, Felix Hoffmann. Vielen Dank dafür. Schicken Sie uns gerne Ihr Feedback und Ihre Anregungen an podcast@faz.de.
Und natürlich freuen wir uns auch riesig, wenn Sie unsere Sendung abonnieren würden und uns vielleicht eine Bewertung in Ihren Podcatchern dalassen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.